Der Faschingsverein Fischerment unter der Leitung von Obmann Thomas Siemandl veranstaltete zum ersten Mal das sogenannte Hoffest an der Fischerpromenade. An drei Tagen bot man abwechslungsreiches Programm, unter anderem eine Ausfahrt des neu gegründeten Vespervereins. In diesem Jahr fand zum ersten Mal das Hoffest in Fischerment statt, ein dreitägiges Programm für alle Teilnehmer. Die Veranstaltung wurde vom Faschingsverein ausgerichtet und lockte auch etwa 40 Gäste an, die mit ihren Vespas gekommen waren. Ja, wir haben uns entschlossen, dass wir am 11. sind die starten die Faschingskomitee und den Fasching starten. Wir wollten einfach das im Sommer probieren mit einem dreitägigen Sommerfest, ein sogenanntes Hoffest, wie wir dann anschließend sehen werden. Und wir haben auch integriert eine Vespa-Ausfahrt, die erste natürlich vom Fischermenta Vespa Club. Kein angemeldeter Club, das sind nur Privatleute. Und so haben wir das erste Mal veranstaltet und heute sind ca. 50, 60 Vespas dabei. Es ist natürlich super, dass wieder mal was los ist in Fischerment. Eigentlich im Sommer war eh viel los, muss man sagen. Aber das Wetter spielt natürlich auch toll mit und es ist ein super Fest und heute hat es auch eine schöne Ausfahrt gegeben. Ja, das war irgendwie, überlegen wir immer, was wir Neues machen können, was anderes machen können. Und mit dem Faschingsverein, durch meinen Mann ist das halt irgendwie entstanden, haben wir über das und das. Und eben erst das Fischermenter Vespa-Treffen, haben wir gesagt, gute Idee. Und heute haben wir ja noch das legendäre Wirtentreffen und das war eigentlich der erste Gedanke zum Hoffest. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon was machen, machen wir es gleich drei Tage und ja. Was passiert genau beim legendären Wirtentreffen? Da kommen die ganzen alten Wirten, die was früher in Fischerment eben irgendeine Wirtschaft betrieben haben, sei es jetzt Wischelstandl oder Kantine oder auch ein richtiges Wirtshaus, die treffen sich heute zum Stammtisch, um ein bisschen zu ratschen über alte Zeiten. Im Rahmen des Festes gab es auch eine Ausfahrt der Vespas. Also der Start war in Fischerment natürlich, wir sind über Mannersdorf, Sommer rein, über die B10 und wieder zurück nach Fischerment gefahren. Leider bin ich in Götzendorf hängen geblieben. Und war aber schneller zurück natürlich, weil mich wer abgeholt hat. Wir sind jetzt eine lässige Ausfahrt gefahren, war ganz toll, alles super organisiert von dem Vespa-Verein, kann ich nur empfehlen, muss ich sagen, echt eine Top-Gruppe, ja, ganz chillig. Der Vespa-Verein in Fischerment ist da stark verbandelt mit dem Faschingsverein, sagen wir mal so. Und ich bin selber als Ordner mitgefahren, habe als Ordner mitfahren dürfen. War zwar ein bisschen stressig, aber trotzdem schön. Und was ist sonst noch los heute? Heute ist ein Pop-Abend mit Popmusik und wir haben Sparverhalt zum Essen da. Wir haben, wie gesagt, jetzt schon gesagt, Luftburg haben wir da und ja, diverse einige Sachen. Wettspiele haben wir und Maßkrüge heben und ja, so einiges halt, was Grillerei, alles was so anliegt. Können Sie uns ein bisschen die Leidenschaft für dieses Moped, darf man Moped sagen, beschreiben? Ja, sicher. Ich habe mit 16 schon eine Vespa gehabt und habe mir entschieden heuer, dass ich den großen A-Schein mache und mir Vespa kaufe und mir taugt es voll. Einfach ein voll geiles Feeling. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Eine Vespa ist halt ein Lifestyle, ein Feeling. Und es ist halt, ja, es ist so wie es ist, man kann es nicht beschreiben. Das ist dieses italienische Flair anscheinend. Was können Sie uns über diesen Oldtimer erzählen? Ein Er oder ein Sie? Das ist ein Er. Das ist ein Vespa Sprint, ein 150er von 1966. Das Besondere an dem Fahrzeug ist die Aufmachung. Also es ist nicht lackiert, es ist speziell aufbereitet. Und der Vorteil von denen ist, dass da nichts geschminkt ist. Also man sieht das komplette Blech rundherum. Man sieht, was geschwarzt ist. Es ist ein ehrliches Fahrzeug und das macht es halt besonders. Und überall, wo man hinkommt, ist ein Eyecatcher. Was eben irgendwie aussticht, was eben kein Lack drauf hat. Und das ist das Besondere, finde ich. Und auch am dritten Tag stand etwas Besonderes an. Morgen ist natürlich Schnitzelessen im Fischerment, große Schnitzelessen. Da kommt auch die Blaskapelle von Geneusiedl mit 31 Mann angeblich. Und da gibt es auch noch einen richtigen Mulatschak, wo man dann ein richtiges Frühschoppen, so wie man im Fischerment gewöhnt ist. Und dann werden wir den Tag richtig gut ausklingen lassen, wenn das Wetter es zulässt.